Partnergemeinden der Waldviertel Rallye 2016 bekanntermaßen. Und, man kann auch schon, das kennst du mal auch von mir, wie der Großunterraschung, dennoch, dass er an dieser Stelle auch erwähnt, dass wir sogar diverse Rundfunkteilnehmer haben, aber auch einen Fahrer. Yeah.
abgebracht. Und Israel R5 gegen Skoda Fabia. Steht da irgendwo draußen auf der Strecke, dürfte hier auch Podka blockiert haben, unabsichtlicherweise. Podka bleibt auch jetzt beim Start noch mal stehen. Ja, Kriazin hat jetzt schon nach wenigen Metern technische Probleme. Ah!
bei der diesjährigen Waldwinderei David Podka und Peter Selesch. Herzliche Gratulation zum 4. Gesamtplatz und Rang 2 in der European Rally Trophy Wertung. Wir gratulieren herzlichst. 4. Dort muss ich ein Co-Driver? Ja, okay. Sorry. Peter wants to talk with me. Peter, first of all, congratulations to the 4th place. Are you satisfied with your position? Thank you very much. You are satisfied with this position? So we got a gearbox problem, and maybe we don't get this, we will fight the 3rd position. That means 2nd place in the European Rally Trophy makes a lot of fun. Yeah, it's first time for us, it's good. Okay, thank you very much and congratulations, Kazanem. Ja, hatten Getriebeprobleme, sind letztlich dann zufrieden mit Gesamtrang 4 und 2. Platz in der European Rally Trophy. David Podka und Peter Selesch aus Ungarn mit einem Citroën DS3 R5. Wir kommen zu Platz 3 in der Gesamtwertung. Nämlich nach Tschechien geht dieser Platz.